Jetzt ziehen wir uns rein. Aaron Troschke kotzt ins Taxi. Boah, komm, scheiß drauf. Beim Dreh für Aarons neue Serie angekommen. Hier im Mount Mitte. Genau, Mount Mitte in Da Berlin muss sind nämlich wir. gleich ein bisschen klettern, obwohl er Höhenangst hat. Das wird das Lustige daran. Wir foltern den. Also ich würde mich da alleine schon so Also nicht ich muss hochtrauen. sagen, ich hätte voll Interesse, da mal hochzuklettern. Ich finde sowas so geil, Digga. Ich finde sowas so übertrieben nice mit so Kletternetzen und so Stangen und so Kletter. Digga, scheiß drauf. Glaube, ich würde mich das nicht trauen. Das wäre eine Ausrüstung, den musst du anziehen, ohne etwas drunter zu haben, aber du darfst deine restlichen Klamotten danach wieder drüber ziehen. Ich zieh den ganzen Spaß jetzt an. Ja, und da du kommst du kriegst hoch. deine Wehen in der Höhe. Hey, schön, Wir sehen dass ihr da seid. So, wir gehen jetzt in den Turm hoch, vor dem Aaron gleich, klettern muss. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich bin mal sehr gespannt, wie er sich gleich schlagen wird. Kann man Höhenangst eigentlich noch bekommen? Weil jetzt habe ich das gerade nicht. Natürlich alles Mundschutz, Maske und alles richtig Hände. safe. Alles voll! Jetzt hab ich euch bei den Geht Höhenangst es, dass man versetzt. einfach Höhenangst, geht es, dass man einfach noch Höhenangst bekommt? Geht es wirklich, dass man einfach so Höhenangst bekommt? Kann man. Ja, aber wenn ich doch die ganze Zeit keine Angst davor hatte, dann mit einem Trauma. Ja, stimmt. Domster und Sebastian, danke schön für eure Subs. Hör auf, jetzt hin und her zu wackeln. Alle 7 Jahre ändert sich der Körper. Perfekt, danach habe ich nicht gefragt, Bro, aber danke dafür. Jan! Hallo? Alarm! Hallo! Er gibt das Megafon her. Nein, das ist meier. Diese, das ist richtig hyped auf dieses Spiel. Ja, ich freue mich. Das ist so traurig, dass Aaron Angst hatte, mich dazu zu fragen, ob ich ihm nicht irgendwelche Aufgaben geben kann. Ich schwöre es euch, Leute, ich sag's wirklich, wie es ist. Aaron, wenn er mir gesagt hätte, Bro, mach du mal diese, mach du mal das hier, kontrollier mich mal einen Tag lang. Aaron hätte sich danach nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen können. Ganz ehrlich, Digga, ich hätte gesagt, Aaron, du erinnerst dich vielleicht noch vor 10 Jahren, wo du die einstweilige Verfügung bekommen hast, dass du nicht mehr in den Kindergärten gehen darfst. Es ist Zeit, das Ganze zu wiederholen. Ich möchte, dass du nackt durch den Kindergarten läufst. Das hätte ich ihm gesagt. Ich krieg gerade das Spiel erklärt. Weil der muss jetzt gleich zum Aaron erklären. Ich habe das nämlich ganz durchblickt, deswegen habe ich dich angesagt, er soll es machen. Digga, Tim war wieder komplett lost, Alter. Das verrate ich ja natürlich geil. Ja, genau, ihr könnt ja auch theoretisch dann DDR und BRD. Genau, so ist es. Oh, oh, oh. Also über diese Wackelgeschichte. Dann über den Trabi. Die ganze DDR war eine Wackelgeschichte. Die ganze DDR war eine Wackelgeschichte. Oh, damn, Bro. Ey, ich lieb's einfach sick. Jan, freust du dich etwa? Ich frag Eine doch nur was. Ja, ich freue mich, weil ich lässt eben der Arm abstürzt. Hoffentlich. Ja, und er kriegt einen schönen fetten Stromschlag. Wieso haben die Handschuhe an, Digga, alle? Fisten die sich gegenseitig da? Was ist das für ein Dreh gewesen? Ich meine, es hat in Berlin stattgefunden, so ist nicht, aber. Bisschen weird, oder? Ich hab bei den Wörtern, die mir gerade aufgebaut wird, dann wäre es nur ein Krieg. Ja, ich habe so gute Wörter genommen. Habt ihr Gisela Standardauswahl Ja. genommen? Das war eine geniale Idee. Ich schwöre, ganz ehrlich, der Typ einfach die sixten Dance-Move ganz YouTube Deutschland, ehrlich. Ich sag's so, Julian Bams Breakdance kann dagegen einpacken, wenn der einmal freestylt. Nein, lass ihn nicht pinkeln, der kann gleich hier runter pinkeln. Wenn er halt eines dieser Ausdrücke sagt. Also er muss am Anfang auf Ausdrücke setzen, ne? Oder? Ja, genau. Er muss ja schätzen, welche ich rufen könnte. Romatas Eltern haben mehr Streamzeit als ich. Ja, geil! Oh, das erfüllt mich mit Freude. Dann kriegt er einen Stromschlag, ja. Jetzt behalte dich, sonst holen wir eine andere Spannung. Trotz meines Helms ist meine Frisur immer noch besser als das, was du da im Kopf hast. Ja. Aaron, Digga, immer mit diesen optischen Fronts. Wirklich, also dieses Video, was wir jetzt reingezogen haben, Mrs. Bella. Der unangenehme, nicht schlagfertige Boss. Was ganz Besonderes vor. Ich bin Gisela und das ist Jackass. Ja, was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Ich sprach, wie spielen wir heute Tourette-Bingo zusammen? Und oh, war mal schon anstrengend hochzurennen. Das hat noch nicht angefangen. Das wird noch viel, viel schlimmer werden. Wir haben gerade das Spiel erklärt. War das ein Auto? Nennt man das Auto? Also auf jeden Fall gerade eine Nahaufnahme von diesem Schild gemacht, wo es eigentlich egal ist, was wir reden. Deswegen suchen wir uns immer irgendwelche lustigen Gespräche aus, damit das so aussieht, als würden wir sinnvolle Sachen reden. Ah ja. Ja, das ist immer so ein Ding. Kein Kontext an der Stelle und ich habe nichts verstanden, aber perfekt. Das können wir ganz gut eigentlich. Das ist unser Ding.
dir oft sagen. Das wird er oft sagen. Ja, okay, das stimmt. Und ich hoffe, er sagt nimm das doch wo. Die hier. Nee, das ist die Wörterreihe Nummer. Digga, einfach National Geographic Film aus seinem Vater, Digga, der ist so getarnt, keiner erkennt ihn, niemand weiß, wer er ist. Aaron, wie geht's dir so nach deiner letzten Challenge? Easy, war gut. Bist du denn schon sehr gespannt, was dich so als nächstes erwarten wird? Das Problem, ich habe mich mittlerweile mit abgefunden, dass ich es nicht ändern kann. Ja, das stimmt. Hast du eine Vermutung? Gar nicht. Gar keine. Was hältst du davon, wenn wir dir jetzt den Augapfel tätowieren? Das fände ich so nice, das wäre mal eine anständige Challenge, Bro. Ich hoffe, das wäre okay. Da wärst du bestimmt überrascht, oder? Es ist schlimm, dass ich jetzt die Idee gedroppt habe. Hey, Jan, Mann. Und unmittelbar vom Eintreffen. Du kleine Kackermaus. Du bist eine Kackermaus. Warum freust du dich denn so? Alter! Ich sehe nur was Hohes. Geil, was muss der machen? Ja. Warum stehst du dumm vor mir? Ich muss Reaction filmen. Ein cooler Typ. Ja, film doch jetzt, wo der hoch muss. Erzähl es doch. Ach du Scheiß. Bro, dann film doch wenigstens da hoch, du Mistkim. Ach so. Hallo. Was denn? Ist was passiert? Nee, wir dürfen noch nicht durch die Schranke. So. Alles voll. Wenn du das durchziehst, hast du... Bro, dann zeig es doch wenigstens. So fetten Respekt von mir, ne? Hab ich den nicht auch so? Nein. Als ob jemand... Ach, Digga, nice. Tim, Digga, 10 von 10, Kontextmeister. Okay, interessante Wörter auf jeden Fall. Ich sehe aber ein wiederkehrendes Muster bei den Sachen, die Jan sagt. Ja, Bro, das ist tatsächlich, Tourette hat auch ein Pattern. Ja, das ist tatsächlich so. Ah, jetzt geht doch, Alter. Oh ja, das ist geil hoch. Holy shit, Digga, was ist das für eine dumme Konstruktion? Ist das ein Radioteleskop? Was ist das? Wofür braucht man das? Hä? Chat, was ist das für ein... Was ist das? Schönes Wetter heute. Ein Gasometer. Ah, der Ehrenbruder. Ebola. Ein Gasometer, ein Gasspeicher. Ja, macht Sinn. Das Gas ist halt hier zwischen diesen Gittern ist das drin. Das kann nicht nach oben raus und das ist sehr groß. Das ist... Das kommen wir nicht durch die Seiten durch, ja. Ne, ich weiß, dass es ein Gasometer ist. Er läuft zu schnell durch. Stell dich nicht so an, im World Trade Center haben die das auch. Gasometer sagt Jesus auch so, Mann. Nein, er sagt Gaso. Geschafft. Wir sind gerade fertig geworden, aber er ist immer noch da oben. Und ich sterbe. Wegen meiner Allergie. Wer sagt, es ist selber? Wer sagt, es ist selber, du altes Witz? Dann mit wem redet Gisela gerade? Mit Aaron, der ist noch da oben am Klettern. Oh, Pippi, zieh dein Dirndl an, das steht dir gut. Der hat er leider nicht gemacht. Er wird immer höher, oder? So, deine Aufgabe wird es gleich sein, da hochzulaufen. Und genau, wir spielen. Ich will mal anfangen, weil wir... Also irgendwie ist dieser Vlog ein bisschen... zusammenhangslos, ich verstehe, ich kann hier nicht ganz folgen, wenn ich ehrlich bin. Was ist eine Einschätzung jetzt von eurer zweiten? Warte. Ich kann ja schon mal fragen, wie eure Einschätzung ist von eurer zweiten Challenge vielleicht. Aber schon. Ich glaube. Das ist ein KZ, da wirst du jetzt reingesperrt. Anne Frank Vibes. Bro, Alter. Das war das. hier war ich schon mal, hier haben wir einen Helikopterflug gemacht. Ist er besoffen geflogen? Nein. Das wäre ich gewesen. Jan, kündigt gerade das Video an und Aaron hat gerade erfahren, wo er ist. Genau, und freust du dich? Ich weiß ja noch nicht genau, was passiert. Ich weiß, dass ich kotze. Die große Scheiße wird jetzt passieren. Oh ja. Der Fenster ist Jess, danke schön für den Zap. Aha. Ich glaube auch. Boah, bitte, ich will sehen, wie der kotzt. Aber was passiert noch, wenn ich eure Videos schaue? Sau witzig, Aaron, wirklich, also echt kreativ, Bro. Ja, ja. Das sagen wir heute. Boah, ich werde mittlerweile werde ich zum richtigen Hassknecht, Alter. Irgendwie springt der, macht der. Nein, der wird doch nicht alleine falsch springen, oder? Der kann doch nicht ohne Tandem springen, what the fuck? Wir befinden uns gerade am Flughafen Schönhagen, weil der gute Aaron gerade erfahren hat, da vorne steht er, ist schon sehr verzweifelt. Ich glaube, er denkt gerade weil der gute Aaron... Fake danke schön für den Zeit. Gerade erfahren hat, dass er einen Kunstflug absolvieren muss. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Wieso hat der trotzdem Fallschirmrucksack an? Der weiß doch gar nicht, wie der funktioniert. Mhm.
mit sehr vielen Loopings. Und ohne Kotzen. Hallo. Dieses Mal wird es so schwer beim Tourette-Ding, oder? Es wird so schwer. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ja. 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 Kotzen. Packst das. Packst du nicht. Safe. Herr Pilot, Sie werden gleich vollgereiert. 20 Minuten. Toller Joint, ich mache euch jetzt eine Ansage. Ich verkaufe Evive und mein, wenn ich du wäre, für 800.000 Euro. Erste Staffel an euch. Wir produzieren das hochwertig. Ihr kriegt Exklusivrecht und danach bringen wir es auf YouTube, wenn ich du wäre, um die Welt. Ihr könnt jetzt zuschlagen, ansonsten verkaufen wir nochmal an wen anders. Ich bin ganz entspannt. Und wenn du ganz entspannt. Mag der Regisseur das so? Und Alex. Alex, ich brauche eine Tüte oder sowas. Du hast doch eine Maske. Ich brauche eine Kotztüte oder sowas. Hast du eine Maske an? Du kommst nicht in deine Maske rein. Geh mir nicht mit der Maske, das reicht gar nicht. Alleine, was ich gerade beim Catering gegessen habe. Sehr, sehr schwierig. Okay, es geht also die ganze Zeit um. Egal welche Zeit. Das ist dein Ende. Ich hoffe, der Pilot quält dich richtig. Alter Junge, der erste Gisela ist wirklich so böse, Mann. So Leute, das war's auch von uns, von diesem kleinen Vlog. Hoffentlich hat er euch gefallen. Hä? Ich hab nichts verstanden, wirklich. Ja. Ich hab wirklich, also ich bin nicht mitgekommen, bin ich ehrlich, Leute. Das ist das verwirrendste Video, was ich jemals gesehen habe. Guck mal, wie rot der geworden ist. Hier, komm mal ran, René. Komm mal hier. Mit so viel Farbe habe ich dich im ganzen Leben, glaube ich, schon nie gesehen. Ja, das ist, weil ich heute so viel... Danke, Leo, danke schön. Echt nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns überhaupt zu deinem neuen Format eingeladen hast. Ja, vielen Dank. Wir hatten unglaublich Freude daran. What the fuck? Ich will einfach meine Ruhe haben. Hä? Wirklich für heute. Wann kotzt denn der jetzt? Euch hat dieses Video gefallen und dass wir uns beeinflussen. Da kotzt er. Da kotzt er. Achtung, die nachfolgenden Szenen könnten eventuell unappetitlich, abstoßend oder nur einfach eklig sein. Bro, diese Font, dieser Zeichenversatz. Sag mal, Tim, also, bist du irgendwie schlecht gelaunt? Absolut nicht. Ach, du nimmst noch was für euren Kanal auf? Nein. Hey, mir ist immer noch schlecht und ich kämpf gegen's Kotzen an und Gisela nervt mich. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber uns hat sehr viel Spaß gemacht, ne? Dafür haben wir jetzt zugeguckt. Oh je, oh yeah, alles voll. Oh nein. Oh. Digga, geil. Boah, Aaron, Digga. Also ganz ehrlich, die Suppe hast du dir selber eingeschaufelt, die frisst du jetzt raus. Was? Um Gottes Willen. Geil, Alter. Aaron Trosch gekotzt. Das ist geil. Das ist geil. Das ist ein Sound, Leute. Diesen Sound hier stelle ich mir als Wecker. Genau den hier. Um Gottes. Warte. Oh nein. Hört genau hin. Das jetzt. Das. Genau das will ich als Wecker haben. Das hier. Genau das. Das. Genau das. Mann, Alter, YouTube-Player. Müll. Achtung. Geil, Alter. Das will ich als Weckerton haben. Let's go. Der war auch gut. Der war auch gut, muss man sagen. War stabil. War ein guter. Um Gottes Willen. Da kommt richtig, da merkt man auch wie. Boah. Oh, da kommt noch einer. Alles voll. Das Geile ist, man denkt, der hat eine Tüte, aber eigentlich hält der gar keine Tüte, sondern er kotzt sich einfach komplett voll. Er kotzt sich einfach nur komplett voll. Kuchen. Auch sau clever, wenn man weiß, dass man auf sowas allergisch reagiert, Digga. Da erstmal auf safe sich durchs Buffet fressen, durchs Catering, dann erstmal schön Kunstflug, Bro. Und sonst so. Digga, es muss in diesem Auto bestialisch gestunken haben, nach Tim und nach Aarons Kotze, Alter. Widerlich. Das ist unser Aaron. Das tut mir sehr leid. Der komplette Wagen voll gekotzt, es tut mir sehr leid, der Taxifahrer. Nein, komm, passt schon, Bro, alles entspannt, alles gut, easy. Oh. Ja, der hat heute einen anstrengenden Flug hinter sich. Kann ein paar Schwierigkeiten. Aber du hast doch nicht gerade auch noch für euch aufgehalten. Was? Digga, der Klickgeier, Aaron, man kennt ihn. Ich schwöre, das Ekligste, wo ich mal gekotzt habe, war wirklich einfach mal gegen den Spiegel von einem Kollegen auf einer Hausparty und der Spiegel hat alles reflektiert. Ich habe mich komplett
vollgekotzt, weil ich besoffen gewesen bin. Und dann habe ich überlegt, okay, machst du jetzt einen 200 IQ-Moves und drehst einfach dein T-Shirt. Und ich wollte mein T-Shirt einfach auf links drehen, wollte es ausziehen, Alter. Und dann war halt hier die Kotze und ja, ihr könnt euch denken, dass ich halt meine eigene Kotze dann quasi ins Gesicht gezogen hat und dann, ja, habe ich von wem anders ein T-Shirt genommen. Und das Krasseste und das Lustigste, was ich jemals mitbekommen habe, ist, dass ein Kollege von mir auf einer Hausparty zu mir gesagt hat, Bro, ich habe in Stehklo gekackt. Und ich so, okay, what the fuck? Und er so, nein, ich habe in Stehklo gekackt. Ich so, ja, funny, aber die haben kein Stehklo. Und der so, doch, in dieses kleine. Und ich so, ja, das ist ein kleines Waschbecken, Bidet, das ist für den Arsch. Und der hat einfach da reingekackt. Grüße gehen raus, ganz gut gemacht. Ihr sollt schon Klicks haben. Als ich im Dezember Magen-Darm hatte, da kam sogar das Wasser raus. Ja, lecker, Digga. Oh. Ich hätte eine geile Idee für eine coole Verlosung bei euch. Digga, Alter, what the fuck? Gehen wir gleich einen Hebel? Da mach ich das alleine. Ich werde sonst nicht wach. Du bist, ja. War doch ein schönes Outro, oder? Ja. Wir haben auf 10 Minuten noch gekommen, ne? Das kannst du machen, was du willst. Jetzt ist es zu spät. Geil. Da kannst du so richtig gut die Abmoderation nehmen von uns vorhin. Wenn er sagt, wir dachten, das Video ist vorbei. Also ganz ehrlich, Tim, nichts für ungut, aber eigentlich hättest du einfach nur den... Oh, er kotzt nochmal. Bis dann, Leute. Jetzt reicht's. Ciao. Ah, nee, doch nicht. Schade. Eigentlich hätte man nur den Clip hochladen können, wo Aaron kotzt. Das hätte es an der Stelle getan. Leute!